Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 54 und stehen hier auf dem Feld. Wir haben heute von Traktoren über LKWs alles mit dabei. Gülle gibt es da auch noch ein bisschen und ja, also ein paar schöne Sachen muss ich zugestehen. Aber wir fangen an mit dieser schönen Sache, die direkt vor uns steht. Wir haben nämlich hier den Farmet Compactomat. Sagt ihr, Moment, von der Typenbezeichnung her, das kommt doch bekannt vor. Das kann es auch, weil wir nämlich jetzt hier unter Grubber gucken gehen. Und ganz am Ende gehen, ihr seht hier, Kompaktomat 1570 Max. Aber ist es nicht. Wir haben die kleine Variante jetzt hier, den 600er dementsprechend am Start. Ne? Seht ihr, würde schön von der Größe auch dazwischen passen. 6 Meter ist eine vielgesuchte Größe sozusagen. Ne? Ja, so sieht er dementsprechend aus. Texturenmäßig, anschlussmäßig überhaupt nichts dran auszusetzen. Sehr schön geworden. Ich würde mal eine Runde reinhüpfen. Dann klappen wir mal ein bisschen auseinander. Dafür soll ich natürlich Motor anmachen, besser ist das. Da seht ihr selber, ist die Verriegelung gerade zur Seite gegangen. Ja, die seht ihr jetzt hier. Da. Ja, ich würde sagen, ich mache den Helfer mal an und dann sehen wir hier mal, wie das gute Stück arbeitet. Und ihr seht hier, hervorragend funktioniert das Ganze hier. Der grubbert das Ganze drunter. Für die Steine kann das gute Stück natürlich nichts, ne? Das ist klar. Sollte vielleicht mal den Motor ausmachen, da haben wir nicht so viel Lärm hier drumherum. Aber man sieht echt von den Typenbezeichnungen, von allem, was hier so zu sehen ist, das sieht alles sehr gut aus, ne? Typische Farbschema auch. Man hat hier alles so draufstehen, da seht ihr das K600 nochmal. Sicherheitshinweise, alles ist dran. Also, sehr schönes Teil, funktioniert. Verschmutzungsgrad sieht man jetzt noch nicht, aber der ist auch erst ein paar Meter gefahren. Da kann man ja nicht viel erwarten, ne? So, wir rennen einmal hier rüber und haben das zweite Gerät heute auf dem Feld. Da sind wir mit dem Feld nämlich schon durch. Und diese Mod besteht aus mehreren, wenn man so möchte, nämlich aus mehreren Güllefässern. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal an. Gear Hole, darunter läuft's, ne? Stainless Steel 6100 oder 7300. Warum? Auch immer. Es gibt hier verschiedene Aufklebervarianten, die man auch durchwählen könnte. Man hätte das Ganze auch ganz im Grün nehmen können. Wir haben hier verschiedene Verteilersysteme. Wir können selbst hier oben die Einfüllsystem-Sturzgeschichten hier oben. Auch das können wir dementsprechend ändern. Es gibt auch eine Zwei-Achs-Variante. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz kurz in den Shop, gucken uns das Ganze an. Güllefässer. Gehen wir zum Ende durch. 4 Stück sind es nämlich, da seht ihr es auch schon. Das ist die große Variante, die ich auch hingestellt habe. Ne? Da ist es mal für Gülle und für Gärreste 27.500. Das geht halt dann hier runter, ne? 23.000, 21.000, kommt die Reihenfolge so, das weiß ich nicht. 21.000. Und 19.750 ist die kleine Version. Macht die auch deswegen eine ganze Ecke günstiger wie die anderen, was einfach daran liegt, dass, klar, ne, die Kapazitäten sind natürlich eine andere, aber es ist auch nur eine Zweiachser-Variante. Alle anderen sind ja Dreiachsen gewesen. Ne? Wenn wir jetzt hier sowas in der Richtung nehmen, seht ihr selber, die Hauptfarbe können wir auch noch in dem helleren Ton wählen, wie ich das gerade dann hatte. Ne? Auch hier hinten die Streusysteme, ob, ne? Wo welcher Teller wie was sitzt, welcher Schwanenhals wo wie hingeht. Ne? Hier oben können wir noch die Schildabdeckung machen, dass wir hier, ne, nicht vorne übers Fahrzeug kleckern, wenn wir da was nachfüllen, bis hin zu dem Part hier, ne, das ich oben gesetzt hatte. Die Aufkleber an der Seite hier können wir in verschiedene Formen setzen und Farben, auch so, dass man es halt besser lesen könnte. Das wäre natürlich auf dem Grün besser. Das ist natürlich dann hier besser. Ne? Auch die Reifenvarianten gibt es, verschiedene von. Auch über andere Hersteller dementsprechend würden wir da auf andere Reifen noch kommen. So variiert das Ganze damit ein bisschen Zubehör. Seht ihr selber, kommt noch ein paar Tausend dazu. Aber wir haben zwischen 50.000 und 100.000 Grundbasispreis. Also Güllefässer in den mittleren bis oberen Bereichen, was die Kapazitäten angeht. Ne, mit 20.000 ist man natürlich schon relativ hoch angesetzt. Ja, ich würde sagen, hier bleibt ihr nochmal zu sehen, dass wir hier. Seht ihr, ne? Da oben seht ihr es nochmal. Texturenmäßig sieht das alles sehr schön glänzend und gut aus. Und ich würde sagen, ich bemühe jetzt hier den Helfer mal. Sorry. Den Helfer mal, dass ich mal eine Runde Gülle mache. Ja, ne? Seht ihr, ich habe das Zweierverteilungssystem gewählt. Das geht jetzt nicht super breit, aber halt von der Menge her super gut gesetzt, ne? Machen das Ganze aus. Wie gesagt, funktioniert einwandfrei, wie ihr seht, und da ist das Zeug auf dem Boden, was wir da drauf haben wollten. Ne? So, dann flitzen wir mal fix zum Shop rüber. Hier haben wir nämlich auch gleich mehrere Mods. 6 Stück haben wir nämlich heute am Start. Und wir fangen mal an mit dem hier etwas schlicht aussehenden
Agroliner, genau. Da seht ihr es nämlich auch schon. Ne? Wir haben nämlich die Doppelvariante, die auch schon aus dem Alice bekannt ist. Ne? Aus den verschiedensten Versionen. Die gab es da ziemlich überall mit dabei. Nämlich einmal die Deichsel-Version und einmal hier die feststehende Version. Ja, mit Abdeckungen, Lackierungen, allem drum und dran ist das hier die Standardlackierung und die Standardversion vom TDK 302. Das hier ist die Deichsel-Variante. Ne? Das ist dann der HDK. Hier habe ich dann mal gesagt, ja, hier haue ich mal richtig in die Vollen, weil eine der Besonderheiten bei diesen Mods ist, dass wir hier echt alles in anderen Farben setzen können. Ihr seht selber Felgenfarbe, Grundgestellfarbe, Wandverteilungsfarbe, Zwischenstrebenfarbe und selbst die Abdeckung. Jetzt mache ich mir nochmal die Mühe und gehe da auch noch oben drauf. Da seht ihr, selbst die kann man in Metallic glänzend machen. Ja? Also effektmäßig, also schon die obere Schublade, sag ich mal so. Je nachdem, wie man es halt haben möchte. Ne? Ich fahre jetzt einmal drüben aufs Feld rauf mit dem hier. Nicht, damit ich ihn da nicht mehr sehen muss, sondern damit ich hier den Abkippmechanismus nochmal zeigen kann. Da ist der kleine Kollege nämlich schon unterwegs mit ihm. Der braucht aber auch nur ein bisschen an die Kante fahren. So, da haben wir den Part schon. Und dann geht die Plane ab, das gute Stück geht auf. Ihr seht selber hier drin das schöne Gold. Ne? Und ja, er kippt hervorragend ab, so wie es sein soll. Also die funktionieren. Neben der Lackierung, einer der Gründe, also der Gründe, warum ich das überhaupt hier mit aufgenommen habe, sieht also sehr, sehr gut aus. Ne? Technisch funktioniert er einwandfrei, seht ihr auch so. Die Geschwindigkeit ist auch nicht zu so schnell, wie das Ganze kippt. Gucken wir mal eine Runde im Shop, dann könnt ihr nämlich sehen, warum ich ihn eigentlich noch aufgenommen hatte. Ne? Für die Leute, die auf extreme Sachen stehen. Ich habe den mal hier extrem gar nicht zwischen, stelle ich gerade fest. Wo ist er denn geblieben? Ich hatte sie doch ganz normal gesetzt. Ja, also wie gesagt, die Farbwahl dementsprechend ist da, verschiedene Farblackierung. Das kann ich schon mal sagen. Und die zweite, wahrscheinlich der Kröger, ne? Oder? Da könnte es sein. Da haben wir es doch. Ne, da sind nur die Originale drin. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, also genau, er ist jetzt gerade da nicht zu finden gewesen. Also, die Besonderheit hierbei ist, dass der Modder noch die Möglichkeit gibt, ein erhöhtes Volumen anzustellen. Das ist eigentlich schon alles, weil farbmäßig habe ich schon gesehen, welche Bereiche hier gemacht werden. Deswegen kann ich leider einmal den Shop so nicht anbieten. Die Preise waren relativ normal, wie man sonst das entsprechend von dem dann auch kennt. Und sorry deswegen. Und ja, also wie gesagt, hier könnte man noch einmal, ich glaube, 48.000 Liter draus machen. Das wäre natürlich dann ein bisschen hochgetrieben, aber wie gesagt, wer möchte und wer mit dem Fahrverhalten dann zurechtkommt, warum nicht? Ne? Ich wäre fast gegen ein Schild gelaufen, das ist eine andere Geschichte. So, ja, wir haben hier noch zwei LKW-Typen und einen kleinen Traktor. So einfach ist es, damit gehen wir jetzt auch mal ran. Ja, hier haben wir nochmal schön, ne? Da seht ihr es, da unten, ich kann es nämlich nicht lesen. Und das gute Stück hier, genau. Und ja, ich habe schon mal einen ähnlichen draufgenommen. Das gibt es ja auch mit dem Kühlerbereich vorne in weiß und die Lampen sehen zum Teil noch ein bisschen anders aus. Das hier ist jetzt die Variante mit der kleinen Mulde von Emsil. Deswegen müssen wir mal gucken. Ne? Im Shop gleich, da gibt es auch die größere Variante. Auch hier seht ihr schöne Türgriffgeschichten, texturenmäßig und sowas. Sieht das alles sehr gut aus. Ich hüpfe jetzt einfach mal in dem hier rein. Wir machen hier mal den üblichen Lichttest. Da seht ihr, oben geht das Licht standardmäßig zuerst mit an und haben richtig ein paar Stufen, die durchschalten. Hinten passiert so nichts. Blinker funktioniert hinten auf jeden Fall. Und ihr seht auch vorne funktioniert das einwandfrei. Wir gucken mal eine Runde rein. Seht ihr eine schöne, dezente Hintergrundbeleuchtung im Armaturenbereich. Sitzgeschichte und sowas, alles sieht sehr gut aus. Wenn wir jetzt hier raufgehen, seht ihr, da ist eine Maussteuerung und ein Aufklappen. Ja. Sorry. Das ist es und das gibt es hier nämlich auch. Und das zeige ich jetzt auch gleich. Also, wir klappen das Ganze auf, nachdem ich den Motor angemacht habe. Ich würde sagen, ich mache den Motor nochmal aus, bin im Momentchen still und ich drehe erst eine Runde damit. Da haben wir das schon mal dann auch hinter uns. So, ich lasse ihn einfach so mal stehen. So, da gab es eine kurze kleine Unterbrechung, aber da sind wir schon wieder. Ja, ich habe das Ganze angemacht und wir können das mit X aufklappen.
Das wäre zum Befüllen. Ne? Das ist hier selber, gehen ja die Klappen auf. Rohr ausfahren heißt, das gute Stück fährt zur Seite. Und die Maussteuerung ist einfach ganz einfach da, weil wenn irgendwas hat, was höher ist, wollte ich es natürlich auch verstellen können oder sowas. Deswegen kann man mit der Maustaste hier schön die Sachen verstellen. Das passt sich auch dort schön vom Anschluss an. Ne? Und so könnt ihr was überladen, weil das ist natürlich eine hervorragende Überladevariante, das Ganze. Und deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt auch mal im Shop, bevor ich das Ganze 400 Mal sage, so ungefähr. So, das wird mir dann nämlich unter LKW. Da haben wir sie. Sind also beide im Prinzip von den Formen her gleich. Ich zeige hier einmal die Kapazitätenvariante. 8000 Liter, 10.000, 15.000 mit dem Silageaufsatz. Und dann geht es wieder von vorne los. Ne? Die Varianten zeige ich euch jetzt hier beim Modell 2. Ja, und jetzt nochmal. Ups, ein bisschen weit. Da gibt es nämlich die Designvarianten vorne an der Front, seht ihr selber. Ne? Und dementsprechend können wir auch hier Farben anders machen. So. Dann seht ihr auch den Unterschied. Ne? Die beiden Bereiche kriegen dann eine andere Farbe. Hier der Aufsatz bleibt in dem Sinne gleich. Felgenfarbe könnte ich auch noch in dunkel machen, wenn ich das wollte. Ne? Und ja, das hier ist, wie ihr dann seht, die Überladegeschichte. Da kann man so ziemlich alles mit überladen, was man möchte. Natürlich wichtig, dass da auch Dünger und Streugut und sowas dabei ist. Das ist also alles in die Richtung. Ne? Kann man da machen. Passt natürlich dann sehr gut. Also, sehr schöne Sache. Sieht auch sehr gut aus. Und wie gesagt, mit der Maus, ne, kann man das Ganze hoch und runter machen und dann hier auch direkt wieder in die Halterung setzen. Hier. So, dann machen wir den mal aus. Die Hilfe auch mal aus. Und kommen zur nächsten Variante. Hier haben wir nämlich dann die LKW-Version. Da nicht wundern, es gibt da ein Bild, da sind Anhänger mit drauf. Die habe ich nicht gefunden. Ich habe zwar gerade auch die anderen Anhänger nicht gefunden, aber hier sind sie auch in der Beschreibung nicht drin. Also hier sind die beiden LKWs dann auch beschrieben. Hier sieht man die in verschiedenen Varianten. Ich habe hier oben einmal die LED-Version. Hier habe ich die eine Version, die auch hier vorne einen anderen Einsatz hat. Ihr seht hier, die Fronten lassen sich dadurch dementsprechend dann aufwechseln. Ne? So sieht es mich dann aus. Wir haben einmal eine kurze Version. Das ist die, die ihr hier seht. Das Ganze gibt es auch mit Abdeckung. Die habe ich bei dem hier mal weggelassen. Ne? Hier seht ihr auch Reifenversion, normale Streifen. Das hier ist die Farmer-Variante. Das sind also auch die, die mal ein bisschen aufs Feld rausfahren oder sowas in der Richtung. Ne? Und dann, ja, wir hüpfen einfach mal in so einen rein. Im Groben und Ganzen motorsoundmäßig sind die gleich. Das ist ja einmal die Lichtversion. Und am Schluss gibt es noch das Oberlicht dazu. Ja, funktioniert schon mal einwandfrei. Auch hier blinken, seht ihr dort an der Seite. Und hier auch hinten. Auch das geht einwandfrei. Ja, Innenraum, wenn wir reingehen, eine sehr dezente, schöne Hintergrundbeleuchtung. Gefällt mir schon mal sehr gut. Den Motor anmachen, sehen wir schön die ganzen Kontrollleuchten angehen, Batterieleuchte angehen, aber so weitere Kontrollleuchten haben wir so nicht. Der Lichteffekt ist der gleiche, wie wir ihn dementsprechend auch gerade schon hatten. Zusatzfunktion hier haben wir noch die Abkippseite, die wir wechseln könnten. Das machen wir jetzt mal von draußen. Seht ihr links, rechts, und ne? Ich mache jetzt einfach mal rechts und dann fahren wir mal mit dem guten Stück eine Runde und dann kippen wir den tatsächlich mal ab. Die kleine Version funktioniert im Prinzip dann genauso. So, Bremsleuchten gehen, ja, Rückfahrleuchten funktionieren auch. Und die Abkippvariante seht ihr selber. Die lange Version arbeitet mit zwei Hydraulikelementen. Die unteren Klappen klappen einfach schwerkraftmäßig auf. Da tut die Anziehungskraft dann schon ihr Übriges und wir kippen das Ganze schön. Also das sieht schon mal hervorragend aus und funktioniert auch einwandfrei. Ja, wenn wir losfahren. Habt ihr gerade gesehen, den ging der Fahrer einmal so ein bisschen nach vorne. Auch das finde ich eine witzige Sache. Ne, sehr schön gemacht. Ob ich ihn jetzt zurückfahrt, seht ihr dementsprechend gleich auch. Der wird sozusagen der Hintergrund von meinem Bild hier. Den stelle ich mich einfach hier mal neben. So. Ja, zurücksetzen. So, dann müssen wir uns die Jungs auch im Shop angucken. Die haben wir bei LKWs. Da seht ihr das Ganze schon. Da sind die beiden auch. Einmal die kurze Version ab 48.000.
Ne, da haben wir die Konfigurationsvariante hier, größte Version bis zu 14.000 Liter. Ne, und ihr seht hier selber, bei den größeren Motorgrößen geht, springt und sowas, springt auch das Ganze nach oben, was Design angeht. Und ihr seht auch hier, wir haben hier lange oder kurze Kabinengeschichte, Abdeckung, ja oder nein, dann die Farben dementsprechend. Ne? Und da seht ihr, wenn die Motorvariante dann steigt, dann klettert auch das ganze Gerät nach oben. Finde ich also sehr schön gemacht. Das Ganze haben wir bei dem hier dann im Prinzip entlang. Ne, hier können wir auch die Motorvariante wählen. Auch da geht das Ganze dann nach oben. Wir haben hier einen Abdeckungsbereich. Auch den könnten wir hier bei der langen Version wählen. Ich mache die Hauptfarbe anders hier. Dann seht ihr das so. Ne, da seht ihr die Abdeckung oben farblich schön anders. Und hier sind die Reifen, was ich schon mal sagte. Einmal die Farmer-Variante noch, womit man dann auch schön auf dem Feld rumeiern kann. Und der geht dann bis 400 PS hoch. Und wie gesagt, bis 40.000 Liter. Damit zahlt allerdings auch 105.000 dafür. Insgesamt natürlich dafür, dass das ein Abfahrer ist, der 40.000 Liter bewegt, selbstfahrend, ne, ist natürlich dann schon eine schöne Geschichte. Also da kriegt man dann schon ein bisschen was mit bewegt. Ne, weil ihr seht selber, wenn man jetzt hier drauf geht, auch bei dem hier, ne, es wandert hin und her, da ist so ziemlich alles drauf, was man damit transportieren könnte. So, dann kommen wir zur letzten Mod für heute. Da seht ihr sie auch schon. Es ist der Oliver, den ihr habt. Mit den 1855, wenn ich mich nicht täusche. Da habt ihr es. Den gibt es in der Tuning-Variante. Da ist das vielleicht die Frage, wie realistisch da die Motorgröße ist. Ich habe den jetzt die Variante mal mit Kabine gemacht. Die gibt es auch ohne. Ich würde sagen, bei ihm hier fangen wir sogar mal mit dem Shop mal an. Wir gehen auf Kompakttraktoren ganz ans Ende. Da habt ihr ihn, Oliver. 55er Series Wide Front, ne? Und das ist halt die Größen. 58 PS fängt das Ganze an. Wir können hier vorne sagen, nö, wir wollen keine Gewichte oder schon ein bisschen Gewichte dran, nämlich 300 oder 500 Kilo. Wir haben hier die offene Kabine dementsprechend zu wählen und die geschlossene Kabine, ne? Oder wir lassen es halt offen. So wird es offen aussehen. Frontlader können wir dementsprechend hier ransetzen, ne? Auch die Hauerkonsole wird hier in dem Fall unterstützt. Das ist halt der normale Anstand. Den habt ihr hier, ne? Was jetzt original auch dabei ist, sagen wir so. Und hier 58 PS in der Grundversion für 70, 86 und 92 PS. Es gibt ja noch die Turbo-Diesel-Version mit 150 PS. Wie realistisch die ist oder nicht, das müsst ihr mir erzählen. Ich weiß es nämlich nicht, muss ich zugestehen. Reifenmäßig seht ihr, hat hier vorne die kleinen Varianten. Wir können Zwillingsbereifung kriegen. Wir können hier vorne auch die Antriebsgeschichten reinkriegen. Ne? Also sehr schöne Geschichte, dass man das auch alles variieren kann hier und auch verschiedene Spurbreiten damit hinkriegt. Das hat schon was. Ne? Sehr schönes Ding. Optisch sehr schön gemacht. Bleibt farblich aber so erhalten, wie er da ist. Ich hüpfe hier mal eine Runde rein. Mache hier mal Licht an. Ihr seht hier einen Knopf. Vollbeleuchtung. Zweite Stufe macht hinten noch mal ein bisschen mehr Dampf und vorne auch. Ne? Seht ihr so und bringen jetzt wieder aus. Genau. Blinker haben wir dementsprechend. Und zwar wird das alles über den hinteren Fender geleistet. Vorne wie auch für hinten. Ist aber soweit auch gut sichtbar. Wir gehen eine Runde rein. Seht ihr schön die Holzarmaturen sozusagen. Lenkrad vorne in der Mitte, der Lenkradkranz sehr schön gemacht. Finde ich gut. Ne? Schlichte weiße Sitze, Kabine draufgesetzt, funktioniert. Ich mache mal F1 an, da seht ihr, hier gibt es jetzt keine größeren, besonderen Einstellgeschichten oder andere Möglichkeiten. Wenn ich den Motor anmache, dann passiert lichttechnisch hier drin auch nichts. Ne? Also ich mache das Ganze wieder aus. So, jetzt mache ich auch mal das Licht wieder aus. Und dann, wie gesagt, texturenmäßig und sowas sieht das sonst ganz okay aus. Man muss natürlich auf den weiß-grün-Look stehen, weil man hat halt keine andere Farbvariante. Aber man sieht schön, man hat das Auspuffrohr dementsprechend vernünftig gesetzt. Hauer ist in der Standardfarbe geblieben. Ja, ich würde sagen, ich drehe da mal eine Runde mit. Ja, man hat so eine Reaktion in den Blinkern gesehen, aber eigentlich Bremsleuchte oder so, das gab es ja auch nicht. Das ist wohl nicht deren Zeit gewesen sozusagen. Aber sonst, ne, fahren an sich für einmal frei, so kann ich sagen. So, ich stelle ihn auch einfach hier mal mit dazu. Dann gucken wir uns das Ganze von der Seite mal an und dann ahnt ihr es, genau.
Mit dem Blick hier auf die Geräte sind wir nämlich richtig am Ende der ganzen Geschichte für heute. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.